Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Ich warte auf mein Spiel. Let's go, Evoli und der Ball sind noch nicht da. In der Zwischenzeit können wir ein Video drehen. Und zwar kamen ja die neuen WP. Und dementsprechend sind auch die WP aus den Quests, aus den Raids und aus den Eiern angepasst, neu. Und ja, die müssen wir neu auswendig lernen. Oder ihr habt halt einen IV-Rechner, dann juckt es euch eh nicht. Aber so wie ich es gemacht habe und die meisten, die ich kenne, die Pokémon, die einen interessieren, da hat man sich einfach die WP gemerkt, was ein 100er ist. Dementsprechend konnte man das dann direkt sehen und auch dann ungefähr abschätzen, was ein 98er, was ein 96er ungefähr. Und dann kann man direkt sehen, okay, ist er gut, ist er nicht gut. 100%, weil der Rest mir nicht reicht. Immer 100%. Yeah. Nächte lang wach und ich kämpf für den Schein. Immer 100%. Yeah. Weil alle Pokémon aus den Quests sind Level 15. Dementsprechend muss man einfach nur schauen, was für ein Level 15er 100% sind. Alle aus den Raids 20 und alle aus den Eiern auch 20. Raids, muss ich sagen, habe ich jetzt noch keine neue Infografik gesehen, gefunden. Aber in 4 Tagen kommt eh ein neuer legendärer Raid-Boss und dann ändern sich die Raids eh. Und ja, schauen wir mal, was dann. Bis dahin gibt es dann sicher eine neue Infografik und die neuen WP. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Quests an. Ich gehe mal alles durch, weil ich weiß nicht, ob ihr alles so gut erkennen könnt. Bilder findet ihr irgendwo im Internet, Reddit, meistens in WhatsApp-Gruppen. Und es ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, sich alle Quests anzuschauen. Da haben wir erstmal die Fangbonis, was man bekommt, wenn man Sachen fängt. Fange 10 Pokémon, Carpador, 117 WP. Ist ein 100er. Davor war es 94, glaube ich, oder sowas, oder 96. Und natürlich Shiny möglich. Fange ein Drachen-Pokémon, Tratini, 430, auch Shiny. Fange 5 Käfer, 329 in den Kader. Davor war es 289, glaube ich. Fange 5 normale Pokémon, Pinsir, 1268 ist 100. Shiny möglich. Fange 5 Pokémon mit Wetterboost, Vulpix oder Quapsle. Vulpix 378, Quapsle 355. Also von denen interessiert mich nur den Kader. Dann die Quest mit dem Werfen, wie gut man werfen kann. 5 gute Würfe, Voltoball, 432 ist ein 100er. Dann natürlich die Pandya-Quest für diesen Monat, 3 gute Curve-Bälle. Und das ist jetzt 523. Davor war es 466. 3 großartige Würfe, Nebulak. 527, Shiny möglich. Davor war es 426, glaube ich. Ich habe einen 100er Nebulak aus der Quest gezogen. 3 großartige Würfe hintereinander, Onix. 429. 5 großartige Würfe hintereinander, Knuddeluff. 825. 3 fabelhafte Würfe hintereinander, Lavita. 445. Da habe ich mal einen 98er rausgezogen. Und Shiny natürlich möglich. Dann Kämpfe, Quest mit Kämpfen. Kämpfe in einer Arena, Mankey. Davor war es 4,29, den habe ich gejagt, weil ich habe noch keinen 100er Mankey. Aber jetzt ist es 4,99. 5-mal in einer Arena kämpfen, Macholo mit 5,48. Dann gewinne einen Arena-Kampf, entweder Bisasam mit 4,77, Glumanda mit 4,20 oder Shiggy mit 4,5. Alle drei natürlich als Shiny erhältlich. Gewinne 3 Arena-Kämpfe, Rosana 1,095. Benutze 7 sehr effektive Ladeattacken in einem Arena-Kampf. Electek, 100%, genau 1000. Ist vielleicht interessant, kriegt ja eine Weiterentwicklung, beziehungsweise hat sie schon. Wer den Sinnohstein hat, kann sich einen Illivoltic entwickeln. Dann wenn du 5-mal ein Pokémon pusht, kriegst du entweder Bisasam, Glumanda oder Shiggy nochmal. Hatten wir ja gerade. Gewinne ein Raid, Tanzer, 475, Shiny möglich. Brüte ein Ei, Owei mit 503. Brüte 3 Eier, Magma mit 1026. Brüte 5 Eier, Janerga mit 537. Und dann entwickle ein Pokémon. Evoli, 4,59, Shiny möglich und natürlich die 2 neuen Entwicklungen. Noch nicht im Spiel, aber demnächst vielleicht. Dann eine beliebte Aufgabe diesen Monat, entwickle 2 Taubsi. Raupi, 100%, 1,87, aber die meisten interessiert es nur, ob es Shiny ist oder nicht. Erlaufe einen Bonbon mit deinem Buddy, Pixie, 1,044. Und dann schicke 5 Geschenke an Freunde, Golbert, 8,47. Was davon interessiert mich? Den Kader offensichtlich, Pandya, da habe ich nur einen 98er. Magma, da habe ich auch kein 100er. Vielleicht Tanzer als Shiny. Aber da, ja, wobei da interessiert mich aber nicht die WP. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt noch die neuen WP aus den Eiern an. Okay, so. Hier haben wir erstmal alle Pokémon aus den Eiern. Hier. Auch ein schöner Überblick für euch, was alles aus welchem Ei brütet, kommt. Da haben wir erstmal die Zweier. Macholo 37. Mushas 6,17. Natürlich Shiny möglich. Rihorn. Sehr interessant. Das ist ja jetzt für das Event. Dieses Brüt-Event, Glihorn aus dem Zweier und Polygon,
Leon 943, Porygon 982. Paar Babys. Pi 383, Fluffeluff 306, Togepi. Jetzt durch das Event wieder in den 2ern. War ja eigentlich in den 7ern für dieses andere Zeugs, aber egal. 375 und Shiny möglich. Kamurks 892, jetzt auch aus den 2ern. Traunvogel 1100. Skorgler, mein alter Freund, 1061. Sneeble 1172. Also von den Sachen interessieren mich natürlich alle Babys. Dann Quiekel 423, von dem brüte ich so viele. Alakid 689, der ist jetzt neu, auch als Shiny erhältlich. Magby von den 7ern wieder auf die 2er. Magby von den 7ern in die 2er, 756. Pfiffchen 387, habe ich mal in Shiny gebrütet. Schwabini 437. Stoljunia 747. Walmern 838, auch Shiny erhältlich. Wablu 470. Schmerbe, den brüte ich sehr oft. Schmerbe 468. Zwielicht 403. Shiny erhältlich. Der Seemops 450. Der neue Vogel 410. Der neue Biber 412. Der neue Käfer 229. Die Namen kann ich nicht. Und Knospi 489. Und natürlich Shiny. Ja, wie gesagt, von den Sachen nur die Babys interessant für mich. Dann kommen wir zu den Fünfern. Onyx 629. Schlurp 806. Tangela 1278. Leider noch nicht bekommen. Sichloff 1546. Evoli 612. Shiny möglich. Ammonitas 882. Shiny möglich. Kabuto 783. Shiny möglich. Gigafarik. Relativ selten. 1169. Tanzer 633. Und auch Shiny möglich. Das steht da gar nicht drauf. Potrot 231. Mantax 1204. Kabouts. 281. Godzilla 738. Das sind so die zwei, die mich sehr interessieren. Dann die Starter von Gen 3. Gekkobor 601. Flamely 624. Hydropi 644. Lututzel 342. Bingul 437. Shiny erhältlich. Wie heißt denn der? Knilz? Oder war der andere Knilz? Ne, der andere war Samurzu. Das ist Knilz 463. Und wir haben gerade ein Abo bekommen. Während des Videos drehen. Danke, wer auch immer abonniert hat. Makuhita Shiny erhältlich 467. Azugel 208. Nasknet 567. Das kann man sich leicht merken. 567. Kanivania 583. Nicht Numel. Numel heißt ja auf Englisch. Name fällt mir gerade auf Deutsch nicht ein. Aber 604. Kaktus 709. Krabbel 703. Vorentwicklung von Lab Momentus 449. Alter, ich kann die Namen alle nicht, Mann. Lilium 738. Anorith 874. Schnäppke ist auf jeden Fall interessant. Shiny möglich und eine Weiterentwicklung jetzt dann demnächst. 507 und dann die Starter von Gen 4. 678, 547, 614 und der Hase 719. Was mich davon interessiert, Tangela, Gabouts, Wingull, Nasnet nicht, Kanivania, Kamaup, so heißt der, Kamaup, die Krabbe, der Kaktus, Lilieb, also bei Gen 3 habe ich schon aufgehört mit den 100er Jahren, obwohl das noch während der Map-Zeiten war, aber habe ich nicht mehr gejagt und dann natürlich die drei Starter. Und Schnäppke auch, da habe ich männliches, aber kein weibliches. Und der Hase. Dann kommen wir zu den 7ern. 7er, Alola natürlich am Start. Sandan 739 jetzt. Davor war es 688. Müsste ich wissen, ich habe einen 100er gebütet. Vulpix 504. Dicta 394. Mauzi 455. Ne, der war 388. Sandan war 696, genau. So war das. Kleinstein 739. Slimer 785, der war 725. Das weiß ich, weil ich habe 398er gebrütet mit 723. Pichu und Isso am Start mit 270 und 305. Beide Shiny erhältlich. Dann die 10er. Jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Moment, was will ich von den 7ern haben? Dicta, Vulpix, Kleinstein, Slimer, Pichu. Ne, Pichu brauche ich gar nicht. Isso. Jetzt die 10er. Chanera 717. Galaxo, mein alter Freund und Feind, 1843, davor war es, ich weiß es gar nicht mal. Dratini, 574, davor war es glaube ich 491, wenn ich mich richtig erinnere. Voltilam, 566, Shiny erhältlich. Lavita, 517 früher, jetzt 594. Bummels, 572, dann 728 für den und Barschwa, 157. Palimpalim, 1291. Kindwurm, 660, der war davor 601. Tarnel, 558. Und dann natürlich die aus Gen 4 sind bereits mit der neuen WP gekommen. Shinox immer noch 500 und Riolu, den habe ich immer noch nicht, 567. Das waren die neuen Werte, die 900er für Quests und für Eier. Wie gesagt, Raids
Habe ich noch keine gefunden, aber die ändern sich eh in 4 Tagen. Das war's von mir, Leute. Das Spiel ist immer noch nicht da. Mal schauen, wann es kommt. Haltet eure Augen offen, weil dann sind wir live auf Twitch streamen. Ankündigung wird noch kommen auf YouTube, Instagram. Abgesehen davon, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter und checkt den Shop ab. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.